Moin, hallo, guten Tag. Ich bin Basti von 4x-Beziehung und bevor dieses Video anfängt, bitte ich meine schlechte Laune in diesem Video zu entschuldigen, denn mein Programm ist ganz, ganz, ganz oft abgestürzt, auch schon vor dem Video, was ihr gleich seht. Deswegen, ich war einfach nur noch genervt. Und auch in dem Video, was ihr gleich seht, das ist ganz oft abgebrochen, weswegen ganz, ganz grobe Cuts aufgetreten sind. Sorry. Trotzdem viel Spaß bei dem Video und Grüße an Krabbe. Moin. Basti, 4x-Beziehung. Das bin ich. Was ist hier drin? Ein Assi. Du stirbst jetzt auch. Ja, wir sind im letzten Level angekommen. Wo wir es mit solchen Assis hier zu tun haben. Und solchen. Später kommen noch ein paar andere Gegner. Das wird ein Heidenspaß. Oh ja. Was hab ich eine Lust. Komm, stirb doch, Junge. Das ist das Problem mit der scheiß Waffe, die auf Distanz einfach schlechter wird. Ja, und jetzt falle ich erstmal wieder komplett runter. Bin ich schlecht gelaunt? Nein, kein bisschen. Warum bin ich denn so gut gelaunt heute? Weil das Spiel... Also, es raubt immer einfach Motivation. Dadurch, dass es so gestörte Gegner gibt, wie diesen Assi, den ich gleich treffen werde. Die unfassbar viel Zeit rauben. Nämlich diese hier. Und einfach... Also, keine Ahnung. Chronisch AIDS haben oder so. Ich kann es euch nicht beantworten, ey. Natürlich falle ich komplett runter. Aber ich habe ihn platt gekriegt. Jiha. Hier gab's einen Katz. Weiter geht's. Hau ab mit deinem Scheiß. Ihr seht, ich kann nämlich, das ist was ich sehr gut kann, die Angriffe von den Gegnern einfach mit meiner Waffe wegmachen. Das freut auch mein Herz, dass ich das kann. Weiter geht's. Stirb. Hallo. Tschüss. You say goodbye and I say hello. Hello, hello. Hard cut. Wir hauen jetzt zwei Löcher in eins Käse, denn jetzt geht sie los. Unsere Bims Bolognese. Dürfte jetzt ja eigentlich schon fast keine Energie mehr haben, oder? Ich habe ihn gerade so gut getroffen. Also ich weiß auch nicht. Wenn er jetzt nicht gleich stirbt, dann ist das halt aber auch schon unfair. Diese Kämpfer beklagen mehr als spielen. Wir müssen ihn jetzt einfach umhauen, ey. Es ist ein super Run, den wir gerade haben. Stirb. Und jetzt ist er da. So, den kennt ihr noch nicht. Ich schon. Aus meiner Kindheit noch. Besiegt mit dieser Waffe habe ich ihn noch nicht. Denn wie gesagt, als Kind war ich einfach nicht smart genug, um zu checken. Und nicht englisch versiert genug, um zu checken, dass man für so einen Assi halt auch diese besondere Waffe braucht. Das war mir einfach nicht klar. Ist so ein Problem, wenn man kein Englisch kann, ne? Es gibt ja auch Leute, die auch heute kein Englisch können. Mein Papi zum Beispiel. Der ist einfach von so einer Generation, die hat noch kein Englisch in der Schule. Und machen wir auch noch den Endboss? Nein, 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 machen wir nicht. Also, Abmoderation war wohl einfach nicht drin, weil ich zu euphorisch war. Und jetzt gibt's auch keine.